Leute, ich bin's der Robert, hinter der Kamera ist die Claudia und wir sind bei Meerwasser Böttcher bzw. Aqua Perfect im Meerwassergeschäft. Und zwar würde ich das gerne unter Meerwasser Böttcher 3.0 laufen lassen, weil wir sind jetzt das dritte Mal hier nach dem dritten Umbau und der hat echt was für eure Augen. Also, bis gleich. Leute, danke fürs Dranbleiben. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Bei mir ist der Johnny. Grüß dich, Johnny. Hallo, Robert. Hi. Wir haben euch ja in dem letzten Video ein bisschen einen Ausflug gemacht in den Bereich der Hardware, das heißt von einem Großhandel. Und ermöglicht ist das Ganze nur deswegen geworden, weil die Halle frei war und alles, was bei dir hier war, umgezogen ist in die neue Halle. Jetzt sind wir bei Meerwasser Böttcher 3.0. 3.0 deswegen, weil wir hier schon zweimal gedreht haben. Das ist das dritte Mal. Und das Geschäft sieht wirklich wieder komplett anders aus. Ich persönlich kenne kein zweites Geschäft in Deutschland, das über diese Anzahl an Korallenwasserfläche verfügt. Wie viel hast du insgesamt? Wir haben jetzt 180 Quadratmeter reine Wasserfläche. Vom Vorher ungefähr 80. Ja. So, also ganz nett dazugetan. Ja. So, das hat den Grund, weil, wie schon gesagt, wir sind im Großhandel ausgezogen. So, und konnten jetzt von 250 Quadratmeter gut auf fast 500 Quadratmeter gehen. Die Becken standen ja vorher übereinander, was sich aber herausgestellt hat, natürlich auch nicht so gut war, weil man oben nichts gesehen hat. Jetzt haben wir alles, wie auf den Bildern zu sehen ist, alles wieder schön eben erdig gemacht. Cool zum Gucken, ja, auf jeden Fall. Besser zum Gucken, zum Einräumen, zum Arbeiten, für alles besser. Ja, also mir gefällt das wirklich ausgenehmend gut. Ich persönlich, wie gesagt, ich kenne kein zweites Geschäft, das über dermaßen viel Wasserfläche verfügt. Und was mir bei dir immer wieder aufgefallen ist, wir haben ja in den letzten Monaten öfter mal was gedreht. Ich kenne aber keinen, der so viel seltene Tiere immer wieder hat. Also du kommst manchmal mit Sachen um die Ecke, ja, da schlecken dann die High-End-User dann die Finger nach. Wie machst du das? Wie kommst du an die Tiere? Ja, natürlich ist das wirklich so, man kann keinen Import machen nur mit besonderen Tieren, das geht nicht. Nein. So, die Häufigkeit macht es. Wir kriegen jede Woche einen Import, entweder aus Bali, aus Indonesien selber mit Stöcken oder Australien, sehr viel machen wir auch, zwischendurch Sri Lanka. So, und wenn man natürlich fast alle zwei, drei Wochen Australien bekommt, ja, dann sind nun mal immer 20, 30 Sachen dabei. So ist es in jedem Land, ob das Indonesien, Bali oder Sachen sind. Klar, dann hat man auch öfter was. So, nur die Preise im Augenblick, kann man ja offen sagen, die werden auch immer gesalzener. Das stimmt. Ich habe hab das jetzt gesehen, aber in Scollys, wo du früher 100 bezahlt hast, steht heute eine 2 oft davor. Ja. Also es hat alles angezogen, aber da muss man auch nochmal sagen, das ist wie bei allem, die Transportkosten sind immens gestiegen. Ja. Und ja, es wird immer schneller gesagt, dass der Händler immer hinlangt, aber das stimmt in dem Falle nicht immer. Nein, das muss ich heute mal auch so sagen. Heute ist nicht die Frage, bezahlt man das oder bezahlt man es nicht. Selbst wenn man bezahlen will, muss man erstmal einen Flieger bekommen. Das ist heute sehr extrem geworden. Wollen wir hoffen, dass sich statt im nächsten Jahr wieder alles was ändert. Dass sich das wieder runterreguliert, ja. Was wir erwähnen wollen, weil ich bin tatsächlich oft gefragt worden,
Die Keramik, die haben wir jetzt gezeigt in deinem großen Schaubecken. Das habe ich ja von Mai bis Oktober jetzt ein bisschen immer mal gefilmt. Ja. Das sind Sonderanfertigungen. Was ist das für ein Material? Das ist ein Kalziumgestein, was natürlich mit Portlandzement oder sowas gemacht wird. Die mache ich nicht selber. Da habe ich auch einen, der macht die. Und entstanden ist das eigentlich, weil ich große Steine für mein Schaubecken brauchte. Ja. So, und die haben mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, die nehme ich hier mit in den Einzelhandel. Leider gehen die nicht in den Großhandel rein, weil jeder Stein wirklich ganz speziell für sich ist. Mhm. So, und ich keinen Stein verschicken möchte und der Kunde sagt, nee, der gefällt mir doch nicht. Für Händler, die vorbeikommen, sind die natürlich, kann er sie mitnehmen, aber die sind nicht über unserem Händlershop verfügbar. Wir wollen daran arbeiten, das demnächst auf die Webseite bei uns mit drauf zu machen und dann kann der Händler auch sagen, den Stein, der gefällt mir, den möchte ich haben. Weil ich muss sagen, wir haben ja jetzt von Mai bis jetzt, Oktober, Ende Oktober, Anfang November, das ist ja jetzt schon mehrere Monate, also das sieht bis jetzt echt super aus. Ja. Also das Becken hat sich super entwickelt, bin wirklich angetan. Ja. Also natürlich noch einfacher, ein Teil rein und fertig. Also ich kann auch nur sagen, die Dinger wurden ja gemacht, die Deko, eigentlich hauptsächlich für meine großen Raumteiler. Mhm. So, aber wir verkaufen die hier wirklich auch sehr gut für ganz normale Becken. Darum sieht man so ein bisschen angepasst, klein, groß und so was alles, weil die, vielen Leuten gefällt der wirklich sehr gut. So, und der Fokus ist, was auch ich immer wichtig, also du hast viel Stellfläche für Korallen, aber auch Versteckplätze für Fische. Genau. Ja. Anfangs habe ich auch, wo ich das erste Mal gesehen habe, warum so viele Löcher und was alles. Nachdem ich aber meine im Schaubecken gesehen habe, wie die Fische schön dazwischen schwimmen und verstecken können sich, fand ich das genial. Also ich finde es auch sehr gelungen. Ja. Wunderbar. Ja. So. Also wie auch gesagt, das ist nicht, dass das ein reines Produkt ist für den Einzelhandel. Hier haben wir nur die Schwierigkeiten, dass wir das nicht darstellen könnten vom Bestellen. Die Händler, die kommen, auch hier unsere ganze Meerwasserabteilung, möchte ich mal sagen, das ist auch alles auf Großhandel gemünzt. Ja, das wir geben wir, genau. den Endkunden die Gelegenheit, Samstag zu kommen, weil wir seit 34 Jahren hier sind. Ja. Ja, da kann man nicht allen Kunden vom Kopf stoßen, aber unser Hauptgeschäft sind natürlich die Händler, von Montag bis Freitag, die von Montag bis Freitag gehen kommen. Das wird ja auch sehr rege genutzt. Also ich sehe hier immer wieder den einen oder anderen Händler, die hier auch kommen. Ja. Ist ja klar, das Auge ist immer mit, ne? Ja. Wenn man es kann. Ich fand jetzt das Thema mit den Steinen oder der Dekoration so interessant. Ich habe gerade gefragt, ob wir das mal separat machen können, weil ich finde es selber eigentlich sehr spannend, weil da gibt es ja verschiedene Module. Ja. Machen wir an anderer Stelle. Machen jetzt weiter und stehen vor deiner Auslage. Du hast vor kurzem Krusten bekommen. Wo kommen die her? Vietnam. Vietnam. Ganz im Speziellen, gibt es auch noch andere Gebiete, wo du Krusten kriegst oder kommen die nur von da? Nein, wir kriegen da auch aus Indonesien, Australien auch, aber ich sage mal, Preis-Leistungs-Verhältnisse natürlich, wenn man die Farben hier sieht, sind die aus Vietnam eigentlich das Beste. Ja, sieht super toll aus, muss ich sagen. Jetzt nochmal kurz zum Laden zurück, weil den wollen wir ja jetzt auf den neuesten Stand bringen. Wie viele Leute arbeiten jetzt mittlerweile für dich? Hier bei Meerwasser alleine 4 Mann für die Pflege. Okay. Also 4 Mann insgesamt, den ganzen Tag. Das alles machen. Ja, muss alles versorgt werden, ne? Ja. Also, ich wundere mich immer wieder, ich weiß ja, wie mein kleines 400-Liter-Becken, was das für ein Pflege- und Zeitaufwand ist. Dass das hier natürlich ganz anders ist, ist auch ganz klar. Ich vermute mal, ihr benutzt für eure eigenen Anlagen euer eigenes Salz. Ja, wir machen das Deep Blue. Zu 90% alles über reinen Salzwasserwechsel. Ja, gut, ihr habt die Durchlauf. Ne? Ich muss immer sagen, natürlich führen viele Wege nach Rom. Aber wenn man solche Anlagen hat und will das dann mit den einzelnen Stoffen noch alles machen, ja, das ist fast nicht mehr bezahlbar. Aber ihr habt ja auch, durch das, dass du sehr viel verkaufst, geht ja Wasser raus. Geht Wasser raus. Wasserwechsel müssen wir eh machen oder wenigstens dazufügen. Ja. Wir machen eben sehr viel mit unserem Deep Blue Salz oder Top Reef Salz. Wir haben ja zwei Sorten oder zwei Marken. Ja. Super, ne? Wunderbar. Ja. So, hier haben wir ja gerade drüber gesprochen, das ist jetzt das besagte Becken mit der neuen Keramik, die du hast. Wer von euch kam denn auf die Idee mit den Lampen?
Ja, das war natürlich genial. Ich habe einen Mitarbeiter, der eigentlich aus dem Messebau kommt und die müssen ja immer erfinderisch sein. Ich wollte nicht hier an die 300 Kabel von der Decke runterhängen haben und der hat mir dann praktisch so eine Brücke vorgeschlagen. Ja. Da konnte ich auch eigentlich nichts mit anfangen. So, und dann habe ich gesagt, du baust mir jetzt mal eine, ich muss das sehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine tolle Idee gewesen. Genial. Also wir haben hier in dem ganzen Laden, wie viele Lampen hängen da? 120. 120 Lampen. Ja. Alle die Reflight, ja. Alle die gleiche Einstellung und vom Design her wunderbar. Ja. Hat dein Mitarbeiter echt gut hingekriegt. Ja. Leute, ich bin hier im Farbeimer gefallen, weil hier sind wirklich viele, viele bunte Euphilias drin. Diesmal die Ancoras und nicht die üblichen Paradiablescens. Ja, wir kommen zum Ende. Wir hoffen, wir konnten euch einen schönen Überblick über die Veränderungen bei Meerwasserböttcher geben. Nochmal der Erwähnung halber, Montag bis Freitag nur für Händler. Samstag können auch die Privaten kommen. Die Anlagen sind ja Wahnsinn. Also 180 Quadratmeter nur Korallen. Verkaufsfläche ist extrem. Und ich kann nur sagen, ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute. Also schön, dass wir noch solche engagierten Händler haben. Ja. Die Zeiten sind ja nicht einfach für alle gerade. Ja, dafür danke ich dir. Ich will hoffen, wir machen Leute neugierig. Ja. Sie melden sich, kommen vorbei. Genau. Also Bergheim Niederaußen ist in der Nähe von Köln. Zwischen Aachen und Köln kann man sagen. Mhm. Düsseldorf ist nicht weit. Also jeder in NRW wird wissen, wo das ist. Ja. Da sind immer die mit dem Kennzeichen BM. Steht auch für bereifter Mörder. In dem Sinne, ihr Lieben, alle Salzigen da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass euch das auch Spaß gemacht hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir können dann die Keramik zeigen. Bis dann. Alles klar. Macht's gut. Tschüss.